trinken wir denn heute, Rico? Na, das einzig wahre, ein Warsteiner. Was haben wir denn da? Was erzählt denn der Zettel so über Warsch? Alter Schwede. Ist das, nee. Warte mal. Nee, so viel ist das ja nicht. Nee. Warsteiner Premium Pilsener. Zugegeben. Wir sind schon ziemlich stolz auf unser Premium Pilsener. Also sagen die. Kein Wunder, wir brauen ja schon seit über 265 Jahren. Stolz ist Alter. Ich sage nicht, dass die Menschen so alt werden. Warum es so erfrischend anders schmeckt, das muss wohl an dem weichen Brauwasser, Hallertauer Hopfen und dem feinsten Sommergerstenmalz liegen. Seit 1753 brauen wir in Warstein Bier. Als familiengeführtes Unternehmen mit einer mehr als 265-jährigen Geschichte sind wir stolz darauf, dass wir mit unserem Warsteiner Premium Pilsener heute national wie international in über 50 Ländern weltweit erfolgreich sind. Ich kann da nichts Besonderes dran erkennen, muss ich mal sagen. Ich auch nicht. Ja, sieht ja ganz nett aus. Punkt. Ja. Ja, ein Punkt. Augensucht oder Augenflucht, reiß auf. So, jetzt, hier ist denn das Ding hier? Vom Aussehen her. Na, nimm doch den da. Ist doch okay. Ja, wirklich? Ja. Bringst du gleich. Normalerweise brauchst du ja mal 5 Anläufe, aber nächstes Mal. Sieht gut aus. Gefällt mir. Sieht sehr schön aus. Vor allem auch mit dem Schaum. Weil ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie die Kohlensäure nicht so richtig rüberkommt bei dem. Mann, ist das hopfig. Warte, das ist hopfig. Lecker. Mhm. Herb im Abgang. Das ist herb im Abgang, ja. Ja, ich habe so eine leichte Herbe geschmeckt gerade. Ja, leicht vielleicht. Vielleicht leicht. Also. Oh. Jetzt schmeckt das ganz anders. Ja, wirklich. Der erste Schluck war anders wie der zweite. Oder andersrum. Auf jeden Fall. Riecht relativ neutral. Ist ein bisschen, also. Ich finde es sehr wässrig. Also ich schmecke jetzt nicht das weiche Wasser. Nee? Nee. Also da muss ich sagen, Bitburger hat da weicheres Wasser. Mhm. Naja. Ich finde es sehr mild. Also ich muss sagen, das dreht sich jetzt eher wirklich so ein 10. Ja, 10 ist gut. 10 oder 9. Ja. Schon okay. Ja. Was denn nun? Tja. 9 oder 10? Lass mich mal kurz überlegen. Ich muss das noch ein bisschen gedanklich verfolgen. So, Kommunikation, Kleinhirn, Zunge, muss ich noch ein bisschen, fehlt noch ein bisschen Information. Ja, 10 ist okay. Also ich würde sagen, das ist etwa so in der Reihe oder in der Ebene von Hasseröder, Berliner Pilsener, Kindl so. Jetzt mach mal Kindl nicht so schlecht. Ja, entschuldige bitte. Ja, das Kindl hat schon besser geschmeckt. Spezialpunkt 1, ja, oder was? Ja. 1 Punkt. Deutsche Dreinheitsgebot hat es selbstverständlich. Ja. Deutsche Bier. Uwe. Egal, jetzt mal nicht von aus, oder? Das ist kein Uwe-Bier. Ist ja ein Ding, wa? Warsteiner, das klebt mir so ein bisschen an die Seiten. Von der Zunge. Schmeckt schon gut. Kannst du schon trinken? Ja. Aber du hast recht. Jetzt weiß ich auch, was du meinst mit dem Wässrigen.
Das stimmt. Ne? Ach. Ja, wirklich. Ja, kriegst du, oder? Ja. Das kommt wirklich ins Wässrige rein. Ist ja unfassbar. 20 von 30 Punkten. Na, siehst du. Schönes Silberbier. Hm. Ja. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Übertreib es nicht. Sehr schön, Warsteiner. Gut, gut, gut. Schmeckt auf jeden Fall. Ist trinkenswert. Ja. Und im nächsten Video schließen wir dann endlich die Joyboy-Serie ab. Es sei denn, Joyboy erfindet mal wieder was Neues. Dann müssen wir da natürlich wieder anknüpfen. Ach, wir knüpfen an. Gut, das ist gut. Na, wir machen erstmal nochmal neu. Weil wir haben ja jetzt ein geiles Bier-Tasting-Protokoll. Ja. Da müssen wir nämlich noch dieses erste Proteinbier von Joyboy testen. Das gibt es das nächste Mal. Also unbedingt den Kanal abonnieren. Bleibt dran. Seid gespannt. Seid endlich gespannt, ey. Ich bin ja selber gespannt. Mal.